Okay, da war doch. Ich hab einen Cursor. Fuck. Das ist schlecht. Wie krieg ich den Cursor weg? Keine Ahnung. Ist eine Aufnahme? Ich weiß es nicht. Ich bin gleich wieder da. Ha! Der Cursor ist weg. Dafür habe ich jetzt irgendwie ganz komische Grafikflimmern hier. Ach ne, das ist Regen. Ah ja, cool. Ich kann unter Wasser gucken. Das Wasser ist also doch durchsichtig. Durchsichtig. Dankbarkeit war übrigens das Wort unten. Erkennen zu können. Das heißt, wir können jetzt zu Yuga. Das ist eine ertrunkene Frau übrigens. Ja, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg zurück nach Arg. Ich kann unter Wasser sehen. Und irgendwie Ruine erkennen. Oder was soll das darstellen? Siehst du auch, ne? Würde mich jetzt mal interessieren. Sind wirklich irgendwie versunkene Ruinen, aber ich habe Angst, dass ich jetzt zu weit weggehe. Ja, das ist ein Grafikbug, den ich jetzt hier kreiert habe, indem ich einfach rausgetappt bin. Mal gucken, also wenn es die Aufnahme zerrippt oder sowas, dann werde ich das feststellen. Aber dafür gibt es Quick Saves. Und Neustart, gegebenenfalls. Diedeling, ding, ding. Oh, hier ist ein Grab. Ein verdächtiger Erdhaufen, ja bitte. Ja genau, schände den Leichnam, schände ihn. Wir sehen aber richtig geil aus. So mit der Rüstung. Parieren nehme ich mit, aber das andere ist eigentlich unwichtig. Für Parieren gehe ich tatsächlich bis ans Limit. Ja, parieren ist jetzt nicht so wichtig, aber ja. Hey, wenn man jetzt ein bisschen mehr blockt als sonst, ist das schon ganz gut. Das ist eine Gebets- oder Gedenkstätte. Da nehme ich gerne Groschen weg, das könnten die mir übel nehmen. Wir sind am Flussheim? Sind am Flussheim. Ich dachte, wir sind. Oh Gott, was ist denn mit der Karte los? Ich glaube, ich habe das Spiel zerpackt. Ich müsste mal kurz irgendwo rein und wieder raus und dann auf die Karte gucken. Ich muss nämlich zum Myratenturm, zum Miraculix-Turm. Deswegen gehe ich ja da jetzt lang. Ich hoffe, dass der Miraculix-Turm jetzt wieder fertig ist, damit ich da fliegen kann. Du. Wasserfall ohne Wasser. Aber es sieht gut aus, da oben ist irgendwas komisches, großes. Die Dinger sind ja immer von Weitem zu erkennen. Wahrscheinlich haben sie den repariert. Hallo. So, ich möchte fliegen. Und er mit euch. Es soll nach Arg gehen. Wohin soll's gehen? Nach Arg, habe ich doch gerade gesagt.
Und heute ja auf höhere Schwierigkeitsgrad benötigen. Ich will aber keine Tränke herstellen. Ich war noch nie so der Freund von Alchemie. Es ist tatsächlich nützlich, also man kann es brauchen. Wenn ich Ambrosia machen könnte. Au. Au, ich habe eine Stelle an der Hand, das ist nicht gut. So. Ich wäre hier fast runtergefallen, das ist auch nicht gut. Tolle Musik, die jetzt gerade spielen. Rhetorik schaltet nicht nur einzigartige Dialogoptionen frei, sondern verbessert auch die Preise, zu denen ihr bei Händlern ein- und verkaufen könnt. Intraleer. Was sagt ein Trinker, der ein Glas Endra hat, zu einem Barkeeper, wenn er ihn ausgetrunken hat? Richtig. Endra leer. Schade, dass keine Resonanz kommt. Zuschauerfrage. Ne, nicht Zuschauerfrage, Zuschauergeschichte hier. Wenn ihr jetzt gerade zuschaut, schreibt doch einfach mal im Kommentarfeld eine 1 rein. Einfach nur eine 1. Oder irgendeine Zahl. Eine Zahl von 1 bis 10 oder so. Da dieses Video... Oh, ist das laut hier. Leckt eure Lippen in unsündigem Verlangen. Was? Verlorene und Chaos überall. Ich hab gerade Kopfkino. Ist schlimm. Wo bringt's mich hin? Sag mal. Der Schlechter vom Wiesenhof. Der Schlechter von Mark, meine ich. Ist der draußen? Ne. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Da dieses Video ja ungefähr einen Monat später rauskommen wird, bin ich gespannt, ob ihr mich verwundert. Denn wenn ihr mich wirklich verwundern wollt, dann schreibt einfach mal eine Ziffer rein ins Kommentarfeld, das wird lustig. Und zwar im Jahre 8923 müsst ihr immer noch meinen LP gucken. ...6000 Jahre später. Das Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Ich hoffe, deine Fresse kenne ich doch noch. Scheiße, ich bin falsch gelaufen. Nee, ich hätte nach... Oh, verdammt. Shit, ich war richtig. Ja gut, dann nehme ich die Abkürzung zum Miraculix-Turm. Der Herr wird es euch vergüten. Was, einen Obelix? Warum sagt ihr nicht, dass ich den falschen Weg, dass ich schon richtig war? Verdammt, ich war doch schon in Flussheim. Madame. Friss mich. Hier, er schiebt mich weg. Hilfe. Guten Morgen. Und er mit. Ja, 50. Verhauen, ey. Wohin soll's gehen? 50 habe ich jetzt verbraten, nur für diesen Scheiß. Ich weiß nicht, wie lange ist Enderal eigentlich? Bis jetzt hat er schon ganz gute Punkte abgeschnitten.
weiß nicht, gab es irgendwie was Negatives hier in dem Spiel bisher? Der Schwierigkeitsgrad vielleicht noch. Da war ja doch ein bisschen stramm zu Beginn. Wobei, das pendelt sich jetzt, glaube ich, so langsam wieder ein. Aber da muss ich nochmal gucken. Dam, 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 dam. That's what she said. Schreitet wohl. So. Ist das jetzt wirklich ein Flussheim? Ja. Nicht, dass ich jetzt irgendwie plötzlich ganz woanders hinspringe. Och, morgen renne ich nach Ark. Morgen. Was bist denn du für einer? Alfred. Alfred. Ein Rad. Das ist, der Zaun, der hat ein Rad ab. So. Gibt's ein paar Schrumpfköpfe zum Kaufen? Da sitzen Kinder. Es gibt Kinder? Wie sind die angesprochen? Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann gehe ich die ganze Welt erkunden. Hat Raffi auch gesagt. Wer seid ihr? Ich bin dein Vater. Deine Mutter. Stimmt. Hier ist doch die Fahrer, die durcheinander ist. Ja, dann wollen wir ihnen doch mal die Wahrheit sagen. Jetzt hätte ich fast geklickt. Ich setze mich weiter hin. Die ist unansprechbar. Mayo? Das Fieber. Es ist fort. Ja? Wie bitte? Das Fieber ist fort. Sie ist noch schwach, aber das Fieber ist weg. Was ist passiert? Was habt ihr bei Pentas gefunden? Und wo ist Meldor? Ja, ich habe ja Autosave gehabt. Ich mach mal das da unten. Es ist schwer zu erklären. Meldor und Mathilda hatten eine Affäre. Und Pentas hatte davon Wind bekommen. Die Geschehnisse erklären. Ich verstehe. Hab Dank für eure Ehrlichkeit. Wie fühlt ihr euch? Ich weiß es nicht. Was Mathilda getan hat, es ist schrecklich. Und es gibt keine Rechtfertigung dafür. Aber sie lebt, anders als Meldor. Verzeiht, ich will gerade nicht darüber nachdenken. Ich brauche Zeit. Geht in mein Schreibzimmer und öffnet die Schatulle rechts in der Ecke mit diesem Schlüssel hier. Was dort drinnen ist, gehört euch. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Und jetzt lasst mich bitte allein. Dankeschön. Gut, die hätten wir erledigt. Und die Moral von der Gespräche, breche deine Ehe nicht. Welche Schatulle? Schreibezimmer. Da, die Schatulle. Schreitet wohl. Nee, nimm's raus, heißt das. Ja, das ist gut. Das nehme ich alles mit. Hier ist echt verdammt ruhig. So, Lehrlingsbuch, Entropie, der Schniefschall und Verzauberung. Zack, Fortschritt. Wir haben eine Quest abgeschlossen. Zeit, eine nächste Quest zu machen. Das ist schwer, das ist auch schwer. Die finde ich nicht. In Alt-Raschengrad mit Lashiri treffen. Wenn ich die jetzt finde. Da haben wir das Ort, den Ort noch nicht gesehen. Den im Gedicht beschriebenen Ort werden wir ja auch nie finden. Das muss ich noch lesen. Ja, wenn jetzt die Karte gut wäre, ne, dann könnte ich das... Naja, ich erkunde mal in Ortschaften.
1, 2, 3. Ich wollte eine Vierer-Session machen, das heißt, ich mache jetzt Schluss und ich erkunde jetzt im Endeffekt eigentlich nur noch hier das Gebiet drumherum. Ja, da gehen wir hin.